Hallo, ihr Lieben. Ich hatte ja versprochen, dass ich diesen High Quality Marker Pad von Action mal ausprobiere. Da habe ich mir einen mal gekauft, weil ich das ganz interessant fand, ob das als Markerpapier sich eignet. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen mit rumprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens mal ist es so, dass das Papier sehr dünn ist. Also das ist dünner wie Kopierpapier. Aber es macht halt einen ganz glatten und dichten Eindruck. Und von dem her denke ich, es ist nicht so der Hit, um mit den Alkoholmarkern jetzt so richtig toll Sachen zu kolorieren, weil es auch zu dünn ist und so. Aber was ich denke, was man damit machen kann, dass man zum Beispiel auch so Pappe bezieht oder so, weil da habe ich ja festgestellt, dass da dünneres Papier oft besser ist und es ist halt ein wahnsinnig stabiles Papier. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mit den Markern so Farbflächen gezeichnet und ihr seht, was auch ein Manko ist, es verläuft nicht richtig gut auf dem Papier und das macht es halt. Es wird halt schleckig. Aber ich habe mir das jetzt so genommen und habe gedacht, ja gut, kommt, das nehme ich mir jetzt als gegeben und habe da mir so Farbflächen gemalt und möchte jetzt halt dieses, das ist wieder eine Verpackung und möchte die halt da jetzt mit überziehen und dann so ein kleines Büchlein draus machen. Also ich werde mir den sicher nicht jetzt ja, so viel kaufen, weil da ist jeder glatte Karton, den wir sonst immer nehmen, um Sachen zu kolorieren, ist da einfach besser geeignet für die Kolorationen, wenn man Stempelabdrücke kolorieren will. Also es geht wohl ins Papier rein, was ich aber schon finde, also es ist schon sehr dicht. Muss man wirklich sagen, weil wenn man einen Karton hat und das Ding ist ja wirklich dünn, dann suppt das mehr durch. Ich habe da relativ Dichtfarbe aufgetragen oder dick. Aber wie gesagt, es schwimmt nicht so arg obendrauf und das braucht man halt. Und es gibt Flecken und so. Aber wie gesagt, das kann man ja auch dafür nutzen. Also ich möchte da jetzt das beziehen damit. Und was ich noch angefangen habe mit den Farbflächen, dass ich da jetzt halt das umrande und vielleicht stemple ich auch noch irgendwelche Sachen rein, damit es ein bisschen interessanter wird. Also ich habe das halt mal so ein bisschen ausprobiert und bin eigentlich so mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden. Und deswegen tue ich mir das jetzt aber so verarbeiten, dass ich es dann halt brauchen kann. Wie gesagt, mal einen Blog zum Ausprobieren. Ich denke mal, man kann da toll Briefumschläge draus machen und es dann vielleicht schwarz bestempeln und schwarz-weiß nehmen. Das geht sicher total gut. Aber es ist nicht das ideale Markerpapier meiner persönlichen Meinung nach, um Stempelabdrücke zu kolorieren. Da nehmen wir da lieber, also ich glaube, da nimmt man besser einen Karton, der vielleicht so mindestens 180 oder 220 Gramm hat und eine ganz glatte Oberfläche und dann macht man da die Stempelabdrücke. Weil wenn man hier koloriert, dann ist es natürlich ja total dünn. Ja, das ist ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Aber das wollte ich euch zeigen und jetzt male ich da mal weiter mit den Umrandungen und dann zeige ich euch nachher, wie es aussieht und wie das funktioniert, ob das gut funktioniert hat zum Überziehen. So, jetzt habe ich das mal zugeschnitten und habe da auch schon doppelseitiges Klebeband drauf und habe also, wie gesagt, so schwarze Linien gezogen und auch noch so Schraffur gemacht. Also das ist eigentlich, habe ich halt festgestellt, wenn ich mit der Farbe da drauf gemalt habe, dass es nicht so gut funktioniert. Und jetzt ist das praktisch so, ich sage jetzt mal so eine Notlösung. Aber was ich schon gesagt habe, was mir ganz gut daran gefällt, das ist halt super stabil, das Papier. Also das hat fast ein bisschen einen Foliencharakter. Also wie gesagt, man kann es sicher nicht ganz so für das brauchen, was man dachte. Aber so von der Sache her, also es ist nicht ganz unbrauchbar, das muss man ganz ehrlich sagen. Darf ich jetzt gleich mal einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt gucke ich mal, ob ich das wieder revidieren kann. Und zwar, wenn ich hier noch so die Ecke wegschneiden. Gucke ich mal, ob das funktioniert. Ah ja, das geht. Das geht. Da sollte ich aber hier noch ein bisschen Klebeband drauf machen. Und dann schneide ich das hier nämlich auch noch mal ein bisschen weg.
Das ist jetzt halt so Spielerei. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig stabil, aber ich finde es ganz interessant, weil es einfach, also wenn man das Papier anfasst, es hat so was Besonderes irgendwie, so dünn und wahnsinnig glatt. Und ich finde, man muss manchmal auch etwas rumprobieren. Jetzt mache ich mir da noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf. Hält die Hölle. Vielleicht so. Na, bist du. Und ich mache total gern immer so kleine Bücher. Von dem her macht es halt echt Spaß. Und da lag wieder so eine Verpackung rum. Und da habe ich gedacht, ja, da probiere ich jetzt mal mit ein bisschen rum. Ups. Ich weiß ja nicht, was ihr nehmt für Alkoholmarker. Ich nehme meistens einen ganz glatten Cardstock oder Markerpapier. Also Marker, das ist dann aber auch dicker. Das finde ich dann am besten, um Sachen zu kolorieren. So, wunderbar hält. Perfekt. Machen wir da auch noch ein bisschen drauf. Und dann haben wir das Ding schon überzogen. Ich glaube, ich werde dann ja, mal gucken, was ich da noch stempel und was ich auch innen reinklebe an Papier. Und dann habe ich wieder so einen Umschlag, wo ich dann ein kleines Büchle draus machen kann. Wo das zum Beispiel total unempfindlich ist, ist halt an diesen Stellen hier, wo ja anderes Papier gern bricht und das ist halt hier gar nicht da. Also weil das halt große Dichte hat. Ja. Also ich habe ein Video gesehen, den verlinke ich euch mal unten, wo die Cat Kreativ oder so, die hat das mit Alkoholinks ausprobiert, also richtig mit diesen fließenden Farben. Das ging wohl auch, das funktioniert auch nicht ganz so gut wie auf dem Jupo-Papier. Aber es funktioniert und den verlinke ich euch mal unten, weil das fand ich auch ganz interessant. Weil ich glaube, dafür kann man es trotzdem nehmen. Also es ist nicht, dass es sich gar nicht eignet. Während ich denke, für das Kolorieren, das Kolorieren von Stempelabdrücken, also das glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Aber jetzt gucke ich mal, was ich da noch draufstempel. Und vielleicht muss ich noch meinen geliebten Goldstift mal zur Hilfe nehmen oder irgendwas in Silber und wurschtel da noch ein bisschen drauf rum und dann zeige ich es euch nachher wieder. So, ganz zum Schluss zeige ich euch jetzt mal, was ich da draus gemacht habe. Wie gesagt, das war ja nur so ein Versuch, ein Test mit dem Papier. Und jetzt habe ich es, also zwischendurch dachte ich mal, vielleicht mache ich es auch gar nicht fertig. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich mir so eine kleine Mappe. Und jetzt habe ich hier so kleine Taschen drin, wo man was reinstecken kann. Und auch so ein paar Spangen oben dran. Und ich wollte es einfach fertig machen. Und wer weiß, vielleicht finde ich da irgendeinen Zweck dafür, dass man irgendwelche ja, kleine Ephemeras oder irgendwas reintut oder so. Und deswegen habe ich Sammeln vorne drauf geschrieben, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es fühlt sich stabil an, die Oberfläche. Das finde ich ganz gut. Also auch, ich habe hier auch weniger Angst, dass es mir hier bricht. Und ist mal eine farbenfrohe Variante. Also kein Vintage. Und von dem her, wie gesagt, habe ich das Papier einfach mal ausprobiert und man kann sicher was damit machen, aber ob es jetzt nun unbedingt als Markerpapier geeignet ist, das ist meiner Meinung nach ja grenzwertig. Auf jeden Fall kann man es irgendwie gebrauchen und ich verlinke euch unten auch mal den Video von der Cat, die da mit Alkoholink drauf gearbeitet hat, weil das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ja, vielleicht kann man das dann nehmen und da zum Beispiel Muster drauf machen und dann es zum Einschlagen nehmen oder für Briefumschläge. Das wäre sicher eine gute Möglichkeit.
Man kann es auch sicher mit Acryl bemalen, weil das ist ja auch, das hält ja da auch drauf. Also wenn man dann ein Cover gestalten will, also ich überlege halt immer, weil es für die, um ein Cover einzuschlagen, ist es wirklich gut geeignet und man muss es dann halt irgendwie verzieren. Das ist so die Überlegung da dahinter. Und wie gesagt, mit Acryl geht es sicher auch. Aquarell ist nicht so der Renner, weil das stößt, glaube ich, eher ein bisschen ab. Aber da müsst ihr einfach mal mit rumprobieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache mal so eine kleine Preview, was ich nämlich jetzt noch machen will, was ich mir überlegt habe. Also ein bisschen zum Thema Action, dass ich vielleicht mal einen Block nehme von Action. Ich habe mir jetzt mal den rausgesucht. Bin noch am Überlegen oder den hier. Und dann da mal ein Journal, ein Junk Journal oder so anfangen. Weil ich habe so festgestellt, ich glaube, das interessiert ganz viele, was man aus so Action-Sachen auch machen kann. Weil, wie gesagt, wenn jemand so Anfänger ist, der muss sich nicht gleich das teuerste Material kaufen. Es ist schön, wenn man teure Sachen hat. Das habe ich auch, schöne Papiere. Das lohnt sich wirklich auch, da mehr Geld für auszugeben. Aber das, ich finde, da muss man auch ein bisschen Feuer gefangen haben dann dafür. Und wenn man erst noch so am Anfang ist und sich vielleicht auch noch viele Fehler leistet oder die Sachen noch nicht so gut klappen oder so, dann kann man da durchaus auch mit solchen Sachen arbeiten. Und ich habe mir jetzt den mal rausgesucht und werde mal gucken, dass ich da was mit anfange. Und das zeige ich euch dann im nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.